Willkommen zu einem weiteren Video der Berufsschule 7. Heute soll es mal um das UML-Zustandsdiagramm gehen. Das Video habe ich in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil soll sich um die Theorie kümmern und der zweite Teil dann um eine praktische Java-Umsetzung. Aber das werde ich dann am Ende des Videos noch mal etwas genauer erklären. Zielgruppe dieses Videos ist 11. Klasse Fachinformatiker, aber wie auch bei den anderen UML-Diagrammen, jeder darf zugucken. Beginnen wir mit den Eigenschaften des Zustandsdiagramms. Sie sollen Systemzustände, deren Übergänge und die damit verbundenen Aktionen modellieren. Was ein Zustand ist, definieren wir als Programmierer beziehungsweise als UML-Modellierer. Und die Übergänge, das sind dann eigentlich die Sachen, um die es dann wirklich geht. Was wir damit modellieren wollen, ist im Wesentlichen das dynamische Verhalten eines Systems. Und dabei fokussieren wir uns auf das, was das System antreibt, also wann sich eine Veränderung einstellt und vor allem, wie denn das System darauf reagieren soll. Das heißt, im Prinzip geht es immer um eine Reihenfolge von Ereignissen, die erwartet oder unerwartet sind. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Ansätze. Einmal wollen wir das Verhalten eines Systems modellieren und das würden wir als Verhaltensautomat ansehen. Das heißt, hier geht es darum, wenn irgendetwas passiert, was soll der Automat dann damit machen? Also wenn ich einen Knopf drücke, was soll passieren? Soll die Lampe angehen? Soll gar nichts passieren? Soll die Hupe angehen? Demgegenüber steht der Fokus auf die erlaubte Nutzung eines Systems. Das heißt, was erwartet die Maschine von mir? Da geht es weniger darum, was die Maschine macht, sondern in welcher Reihenfolge was durchzuführen ist. Und das würde man als Protokollautomat sehen, also das Protokoll im Sinne einer definierten, erwarteten Abfolge von Ereignissen. Wir konzentrieren uns hier aber auf den Verhaltensautomat und das ist auch der am häufigsten genutzte. Als allererstes sehen wir uns mal das wichtigste Notationselement an, das ist der Zustand. Der bekommt einen Namen und das kann man entweder hier oben so hinpacken oder hier so innen rein. Diese Notation ist eigentlich die häufigere und deswegen bleibe ich jetzt auch mal bei dieser Art der Namensgebung. So, die Frage ist jetzt, welche Zustände brauche ich eigentlich? Und wenn es jetzt hier um die reelle oder reale Programmierung eines Zustandsautomaten geht, dann ist meistens der Zustand eine innere Variable, die feste Werte annehmen kann. Das kann ich streng genommen frei definieren. Natürlich orientiert sich das an der Notwendigkeit, aber ich kann selber festlegen, welche Zustände mein System eigentlich benötigt. Das werden wir dann aber am Ende bei einem größeren Beispiel nochmal genauer sehen, wie ich meine Zustände oder wie ich auf meine Zustände eigentlich komme. So, als nächstes überlegen wir uns, was man mit so einem Zustand alles machen kann. Im Wesentlichen geht es jetzt erstmal darum, dass der Zustand existiert, okay, aber während eines Zustands kann ich auch Aktionen ausführen. Das macht man hier mit so einem waagerechten Strich und dann habe ich unten Platz für Aktionen. Und diese Aktionen, für so eine Aktion brauche ich jetzt eigentlich zwei Informationen. Punkt 1, wann wird sie ausgeführt oder warum? Und Punkt 2, was soll ausgeführt werden? Und jetzt gibt es mehrere Optionen. Fangen wir mal mit der Event-Option an. Also ein Event ist irgendetwas, was von außen auf mein System oder auf meinen Zustand besser gesagt einwirkt oder auf mein Objekt. In dem Fall, es gibt irgendeinen Messgeber von meiner Festplatte, sagen wir mal, die meldet, die Temperatur, Theta, ist über einem Maximalwert. Also soll eine Aktion ausgeführt werden, dass der Motor langsamer werden soll. So, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Ganze in Bezug auf das Aufrufs meines Zustands oder des Einstiegs in diesen Zustand zu kontrollieren. Da wäre zum einen mal die Eingangsaktion. Das heißt, wenn
mein Zustand eingenommen wird, also wenn die Zustandsmaschine von einem vorausgehenden Zustand in den Zustand HDD aktiv wechselt, also beim Eingang, dann soll der Motor angehen. Das heißt, bei Eintritt in diesen Zustand wird diese Aktion ausgeführt. Und das bedeutet jetzt, dass wirklich vor allen anderen Aktionen genau dieser Zustand durchgeführt wird, sprich der Motor angeschalten wird. So, wenn wir jetzt in diesem Zustand sind, kommen wir in den Standardbereich. Also ich habe das mal Standardaktion genannt. Es ist kein offizieller Name, aber ich finde, es ist ganz passend. Das Ganze wird mit Do vorangestellt. Und das bedeutet, wenn der Zustand eingegangen ist, also diese Eintrittsaktion Motor an durchgeführt wird, dann soll der Motor überwacht werden. Das heißt, nach der Entry-Aktion wird eben das durchgeführt und das Ganze wird bis zum Verlassen des Zustandes gemacht. Ob das jetzt eine immer wiederkehrende Aktion ist oder eine einmalige Sache, ist jetzt, sei jetzt mal dahingestellt, aber entscheidend ist, dass wir wissen, okay, wir kommen in diesen Zustand rein mit unserem Entry, mit der Eingangsaktion, dann kommt die Standardaktion und jetzt könnt ihr euch schon denken, was jetzt passiert. Jetzt kommt die Ausgangsaktion. Das heißt, wenn der Zustand verlassen wird, dann wird eben der Motor erstmal ausgemacht, bevor er wirklich verlassen wird. Das heißt, das ist die letzte Aktion in diesem Zustand, bevor dann der nächste Zustand eben übernommen wird. Was man mit Events noch machen kann, ist, man kann sie aussetzen oder verzögern. Dafür schreibt man hinten dieses Defer und soll eben bedeuten, dass wenn dieses Event kommt und dieser Guard auf True gesetzt ist, das heißt, in dem Fall jetzt habe ich gesagt, okay, wenn die Festplatte gerade schreibt oder liest, dann soll dieses Event nicht ausgewertet werden, aber es soll auch nicht verbraucht werden. Das ist nämlich noch ein wichtiger Punkt. Events werden verbraucht. Und wenn ich es verzögere mit Defer oder aussetze, dann wird dieses Event bei dem nächsten Zustand, der dann eintrifft oder eintritt, dann nochmal neu ausgewertet. Das heißt, ich kann jetzt dafür sorgen, dass dieses Event eben quasi nicht in dem Zustand, sondern im nächsten Zustand eben abgearbeitet wird. Gut, jetzt schauen wir uns noch ein paar Sonderzustände an. Das ist erstmal der Startzustand. Das ist der Zustand beim Start des Automaten, logisch. Ja. Es gibt nur einen einzigen Startzustand. Also es gibt keine Möglichkeiten, mehrere Startzustände in unserem Zustandsdiagramm zu realisieren. Es darf immer nur einen geben. Und der muss sofort verlassen werden. Das heißt, ich darf jetzt keine Bedingungen, das werden wir dann später bei den Transitionen sehen, keine Bedingungen an die Transition hängen, die dann das Verlassen des Startzustandes in irgendeiner Form verhindern. Das heißt, meistens macht man einen Zustand, einen realen Zustand, also nicht so mit so einem Kreis, sondern wie wir es vorher gesehen haben, der dann die Startsituation aufzeigt. Also soll heißen, in diesen Startzustand bitte nicht zu viele Funktionalitäten reinhängen, am besten gar keine, sondern man wechselt sofort in einen normalen Zustand mit diesem Rechteck, wie wir es vorhin gesehen haben, und dort werden dann die Aktionen gemacht, weil das System direkt von dem Startzustand mit einer Transition immer in den ersten Zustand reinlaufen soll. Das werden wir aber beim Beispiel dann auch gleich nochmal sehen. Dann gibt es den Endzustand und der beendet die Ebene der Zustände. Es ist so, da werde ich jetzt nicht etwas zu genau drauf eingehen, aber so viel sei gesagt, ich kann Zustandsautomaten in verschiedenen Ebenen übereinander schachteln. Und dieser Endzustand würde die aktuelle Ebene beenden. Wenn ich allerdings nur eine Ebene habe, dann würde er den kompletten Automaten stoppen. Ansonsten würde dieser Zustand die aktuelle Ebene stoppen und er würde dann in die drunterliegende Ebene wechseln, also sozusagen in das aufrufende Programm, wenn man es so haben möchte. Wenn ich jetzt in einer höheren Ebene den gesamten Automaten beenden möchte, dann gibt es noch den Terminator und der beendet dann den gesamten Automaten. Ja, damit kann ich sozusagen von einem Unterprogramm aus
das komplette Programm stoppen. Also in Java wäre das jetzt Endzustand wäre einfach nur ein Return. Wenn ich das in der Main-Methode aufrufe, dann würde das gesamte Programm enden. Wenn ich jetzt in einem Unterprogramm Return aufrufe, würde es auf die nächste tiefere Ebene auf den Aufrufer gehen und der Terminator wäre dann nichts anderes wie System Exit 0. Das nächste wichtige Element wäre jetzt die Transition. Das wäre jetzt hier, ich habe zwei verschiedene Status oder Zustände und ich wechsle jetzt von dem einen Zustand in den anderen. Das heißt, Transitionen führen zu einem Statuswechsel. Wenn ich dann den Zustandsdiagramm in Aktion sehe, dann gibt es sozusagen immer einen aktiven Status und alle anderen sind dann nicht aktiv, wird jetzt nicht notiert, also diese dicke Linie soll jetzt hier wirklich das nur symbolisieren, aber sollte eigentlich einigermaßen einsichtig sein. Dann muss ich diese Transition in irgendeiner Form genauer spezifizieren. In dem Fall habe ich jetzt hier ein sogenanntes Call-Event. Das bedeutet, dass einfach irgendein Aufruf diese Transition durchführt. Das wäre ja so eine Anfrage oder ein Befehl. Ja. Das heißt, ich rufe einfach irgendein Unterprogramm auf und das würde dann zu einem ja, Statuswechsel führen. Und das wird dann eben mit diesem Befehl festgelegt. Die nächsten möglichen Transitionen wären die Signal-Events. Das ist im Prinzip ein asynchrones Signal, das auf unser System aufschlägt. Und ja, sollte relativ klar sein, das ist quasi nichts, was ich aktiv aufrufe, sondern irgendwas was von außen kommt. Dann haben wir Change-Events. Change-Events sind meistens Dinge, die in dem Objekt existieren und sich dann aufgrund von irgendeiner Situation ändern. In dem Fall, wenn jetzt die Temperatur plötzlich über den Maximalwert geht, dann würde ein Change-Event ausgelöst werden. Und wie gesagt, von der Programmierung her wäre das ein innerer Zustand, sprich irgendeine innere Variable würde sich auf einen gewissen anderen Wert ändern. Die Change Events sind meistens boolsche Ausdrücke oder eigentlich immer boolsche Ausdrücke, weil sie müssen ja über irgendeinen Schwellwert, über irgendeine ein Wert gehen, um dann eben auszulösen und dementsprechend brauche ich hier einfach den boolschen Ausdruck dafür. Dann haben wir auch Time Events. Time Events sind entweder Zeitpunkte oder Zeitspannen. In dem Fall habe ich jetzt hier nach 10 Minuten, das wäre eine Zeitspanne, eingesetzt. Wenn ich das programmiere in Java, dann wird es meistens anders gelöst, das werden wir dann noch sehen. Aber der Einfachheit halber für die UML-Notation macht man das eben hier mit so einem Time-Event. Wie gesagt, ich werde euch nochmal darauf aufmerksam machen, wenn ich dann in der Praxisübung auf den Java-Code gehe. So, jetzt können wir noch Folgendes machen. Ich kann mehrere Events nebeneinander stellen. Das heißt, ich muss nicht zwingend von einem Zustand zum anderen immer ein Event haben, sondern ich kann hier mehrere untereinander. Oder ich kann es auch etwas kompakter machen, indem ich die einfach so kommagetrennt hintereinander schreibe. Wenn ich das mache, muss mir immer klar sein, dass es eine Oder-Verknüpfung ist. Das heißt, keine und, sondern oder. Eins von diesen vier Events muss auftreten, um eben den Wechsel dann durchzuführen. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit, und zwar das AnyReceive-Event. AnyReceive wird mit all abgekürzt oder eingetragen, und das ist also wie so eine Art Else-Zweig. Das heißt, wenn keins, also wir sind im HDD-Aktivstatus, es tritt ein Event auf. Ich habe jetzt weder einen Stopp, noch eine Erschütterung, noch ein Temperaturänderungs-, noch ein Zeitevent. Und dann habe ich hier den All-Zweig, der dann durchgeführt wird. Und da wird es jetzt hier so modelliert, wenn ein Event kommt, aber kein bekanntes, das die HDD in Ruhe versetzen würde, dann muss es irgendein Fehler sein und ich gehe dann in den Status HDD Error. Dann haben wir bei Transition auch einen Guard, also einen Wächter. Und das schreibt man in solchen eckigen Klammern rein. Und das bedeutet, dass diese Transition, wenn diese Guard auf True ist,
durchgeführt wird. Ja? Also erst wenn der Wächter sagt, jo, das darf passieren, dann wird diese Transition ausgeführt. Das Event wird auf jeden Fall verbraucht. Das bedeutet, wenn jetzt die I.O. aktiv wäre, in dem Fall, dann wäre es so, dass diese Transition nicht durchgeführt werden würde. Trotzdem wäre das Stoppsignal dann weg. Das heißt, ich kann es nicht irgendwie deferen, wie wir es beim anderen oder bei dem Status, den Zustand gesehen haben. Und danach würde es erst verbraucht werden, sondern es wird genommen, wird angeguckt. Die Hardware ist derzeit aktiv oder die Harddisk ist derzeit aktiv. Das heißt, die Transition wird nicht ausgeführt und das Stop-Event ist damit aber weg. Jetzt kann ich noch hinten was dran schreiben, einen sogenannten Effekt. Also nach so einem Schrägstrich kommt dann ein Befehl und das ist im Prinzip eine Aktion, die ausgeführt werden soll. Das heißt, ich kann auch auf einer Transition eine Aktion ausführen, so wie wir es vorhin auch beim Status gesehen haben. Und das würde dann quasi vor oder nach der Endaktion von HDD aktiv und vor der Startaktion von HDD Ruhe würde jetzt die Transitionsaktion oder dieser Effekt ausgeführt werden. Man kann das auch so modellieren, dass man hier so eine kleine Kiste reinmacht. Macht man jetzt bei einer Aktion seltener, aber wenn ich mehrere habe, dann wird es durchaus gemacht. Das wird dann so aussehen, dass ich jetzt hier eine sogenannte Aktionssequenz habe. Ja, also zuerst den Head parken, dann Motor aus und dann gehe ich in Ruhezustand. Und das wären dann eben mehrere Aktionen hintereinander. Ich warne hier davor, die Transition zu überladen. Also ich würde Aktionen eher in den Eingang des Statuswertes machen oder des Zustands, aber das ist nur ein Tipp von meiner Seite. Wenn man das zu sehr überlädt, dann wird es wirklich schon unübersichtlich und sehr schwer umzusetzen. Gut, jetzt haben wir hier unsere Entry, Do und Exit nochmal, die haben wir ja vorhin uns etwas genauer angeguckt. Und jetzt gibt es noch so spezielle Transitionen und das sind Selbsttransitionen. Ja? Und um das Ganze jetzt zu verstehen, was hier passiert, habe ich jetzt hier auch nochmal eine Aktion, also einen Effekt hinten dran gehängt. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn diese Aktion ausgeführt wird. Das heißt, ich bin in HDD aktiv, es passiert ein Reset-Event und ich laufe durch diese Aktion. Also der Reset kommt. Als allererstes gehe ich in den Exit. Das heißt, ich gehe aus diesem Zustand raus, also wird der Motor ausgeschaltet. Dann bin ich in der Transition, Reset Flag. Ja, das wird irgendein Flag gesetzt, was auch immer. Dann komme ich wieder in den Zustand rein. Also gehe ich jetzt in den Entry-Zustand oder in die Entry-Aktion Motor an. Und dann bin ich in der Do-Aktion Motor überwachen. Und damit habe ich jetzt eben die komplette Sequenz und die dazugehörigen Aktionen einfach mal aufgezeichnet. Deswegen, man muss sich immer im Klaren sein, ich könnte, wenn es nur darum ginge, dieses Set-Reset-Flag aufzurufen, hätte ich auch innerhalb meiner HDD aktiv in diesem Zustand auch ein eigenes Event reinsetzen können. Also Event, Reset, dann Aktion, Set, Reset, Flag. Dann würden aber Motor an, Motor überwachen, Motor aus, diese Aktion nicht durchgeführt werden. Wenn ich es mit einer Transition mache, dann würde ich eben genau die hier gezeigte Aktionskette haben. So, dann gibt es noch so ein paar speziellere Sachen. Also es gibt noch mehr wie das, was ich hier erkläre, aber ich habe jetzt mal die wichtigsten abgehakt und die nächsten beiden sind jetzt nicht die allerwichtigsten, aber ich glaube, man kann sie hin und wieder mal ganz sinnvoll einsetzen, deswegen habe ich sie mit draufgenommen, und zwar die Entscheidung. Wenn ich Folgendes habe, ich habe jetzt die Meldung, die Temperatur geht über meinen Maximalwert und ich habe jetzt eine IO-Aktiv-Meldung, dann sage ich, hey, das Ding ist zu sehr belastet worden, ich setze die HDD mal in den Ruhezustand.
Wenn aber das nicht der Fall ist, also else, dann gehe ich in den Zustand Fehler, weil wenn ich nicht weiß, warum die Temperatur über den Maximalwert gegangen ist, dann sage ich, hier ist irgendwas faul, ich setze meine Harddisk in den Fehlerzustand und ich habe jetzt hier quasi zwei Guards. Das kann ich jetzt hier auch so darstellen, dass ich sage, ich gehe hier mit meinem Theta Max in so eine Entscheidung. Und je nachdem, welcher dieser beiden Guards ausgeführt wird oder gilt, gehe ich jetzt in Ruhe- oder in Error-Zustand. Also diese beiden Darstellungen sind identisch. Wichtig ist natürlich, dass die Guards disjunkt sein müssen. Also nochmal, ich habe die auslösende Transaktion. Dann habe ich die Entscheidung. Die Entscheidung teilt meine Transaktion auf oder den Zustand oder den Übergang auf. Und dann habe ich den ersten Guard und den zweiten Guard, der aber disjunkt sein muss. Deswegen arbeitet man gerne mit else. Wie gesagt, die andere Darstellung mit den zwei Pfeilen von HDD aktiv auf Ruhe und auf Error funktioniert genauso. Gleiche Bedingungen, die müssen natürlich auch disjunkt sein, aber wie gesagt, manche bevorzugen diese Notation. Das nächste etwas weiterführende Element ist die Kreuzung. Dafür starten wir jetzt mal mit zwei möglichen Zuständen, aktiv und Ruhe. Und ich sage jetzt, wenn ich jetzt ein Stoppsignal bekomme, und die Temperatur über einen Maxwert ist, dann würde ich gerne auf den Zustand Error gehen. Das heißt, ich habe ein Ereignis und ein Guard. Wenn ich aus dem Zustand Ruhe komme und ich habe ein Stoppsignal und der Guard sagt auch, die Temperatur ist höher als Max, dann gehe ich wieder auf Error. Wenn ich mein Stoppsignal bekomme und mein Temperaturwert ist nicht über dem Maxwert, dann gehe ich auf ganz normal aus. Und gleiches gilt für die Ruhe. So, das heißt, ich habe jetzt aus HDD aktiv zwei Möglichkeiten rauszugehen, jeweils mit unterschiedlichen Guards und gleiches gilt für die Ruhe. Und das kann man jetzt zusammenfassen. Wir haben hier jetzt ein Kreuzungselement und ich sage jetzt, ich gehe aus HDD aktiv mit Stopp raus. Und aus HDD Ruhe gehe ich auch mit Stopp raus. Das können auch durchaus unterschiedliche sein, das ist an der Stelle erstmal egal. Und jetzt bin ich an dem Kreuzungspunkt und je nachdem, welcher Guard greift, gehe ich eben auf HDD Error oder auf HDD aus. Das sieht insgesamt ein bisschen übersichtlicher aus wie das vorige, aber beide Notationen bewirken das Gleiche. Bei der Kreuzung kann ich noch ein paar mehr verschiedene Optionen einbauen, aber dann wird es auch relativ schnell unübersichtlich. Aber wie gesagt, das würde so in der Form funktionieren. Als letztes Element haben wir hier den Rahmen. Wie bei den anderen UML-Diagrammen auch, wird da einfach ein Kasten rundherum gemacht und gut ist. Bei dem Zustandsdiagramm ist oben links dann noch eine weitere Information. SM steht für die State Machine. Und dann verpasst man dem Ding noch einen Namen und das wäre es dann auch schon gewesen. Jetzt kann man diese Rahmen noch ein bisschen aufblasen. Man kann Eingangs- und Ausgangspunkte definieren. Auf das verzichte ich jetzt hier. Wir wollen eigentlich nur das Wesentliche der Zustandsdiagramme verstehen. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass wir solche Rahmen auch in verschiedenen Ebenen stapeln können. Und dieses Stopp-Symbol unten. Das würde jetzt hier an der Stelle nur diesen Rahmen beenden und dann würde er sozusagen die Verarbeitung in den aufrufenden Rahmen rüberspringen. Wenn das das einzige Zustandsdiagramm ist oder wenn es keine weiteren Ebenen gibt, dann würde dieses Ding den gesamten Automaten beenden. Ja, das wäre so im Großen und Ganzen. Ich werde im Beispiel, das wir jetzt uns gleich anschauen, auf den Rahmen verzichten. Schlichtweg bringt uns jetzt hier nicht wirklich Mehrwert und ich wollte die Folie nicht noch voller machen, als sie eh schon sind. Aber ansonsten wird man eigentlich schon versuchen, einen Rahmen zu zeichnen. So, dann schauen wir uns mal ein Beispiel an. Ich habe mir hier eine Ampelschaltung überlegt und zwar für einen Fußgängerübergang. Unten habe ich so ein Schalttableau. Die grüne Taste soll jetzt die Inbetriebnahme darstellen. Das heißt, wenn ich das Ding an Spannung lege und rot heißt, ich möchte das Ding gerne abschalten. Nachdem man eine Ampel nicht einfach so abschaltet, könnte ja gerade jemand drüber laufen, habe ich das mit einem eigenen Knopf realisiert. So, wir drücken jetzt erstmal den grünen Knopf. Dann soll die Ampel angehen
und erstmal alles rot zeigen. Sicher ist sicher. Dann sollte ein Timer loslaufen und dieser Timer sollte jetzt den nächsten Zustand darstellen oder triggern, und zwar rot-gelb für die Autos. Danach sollte wieder ein Timer loslaufen, der dann, wenn er abgelaufen ist, auf grün geht. Das heißt, die Autos können jetzt fahren. So ist jetzt erstmal ein normaler Zustand. Jetzt kommt ein Fußgänger und drückt jetzt auf so einen Knopf. Jetzt soll wieder ein Timer loslaufen und nach einer gewissen Zeit soll jetzt die gelbe Ampel leuchten und dann rot. Das heißt, die Autos bleiben stehen. Nach einer gewissen Zeit soll jetzt wieder ein Timer zurückkommen, der dann die Fußgänger auf grün stellt. Die gehen rüber. Nach einer gewissen Zeit kommt ein nächster Timer, stellt die Fußgänger wieder auf rot. Nach wiederum einer Zeit soll eben rot-gelb für die Autos gelten und nach einer weiteren Zeit soll dann die Autos wieder auf grün sein. So, wenn ich jetzt ausschalte, sprich unten den roten Knopf drücke, dann soll nicht die Ampel komplett ausgehen, sondern es soll erstmal für die Autos das auf gelb gehen und nach einer gewissen Zeit auf rot. Und danach können wir das ganze Ding ausschalten. Das wäre jetzt die Situation, was wir dann eben mit Hilfe eines Zustandsdiagramms abbilden möchten. In einem weiteren Video werde ich das Ganze dann nochmal in Java umsetzen, aber jetzt soll es erstmal nur um die Zustandsdiagrammnotation gehen. Wir modellieren das Ganze jetzt im Zustandsdiagramm. Was wir dazu noch brauchen, ist ein Timer. Man kann entweder für jeden Zustand einen eigenen Timer realisieren. Ich habe jetzt einen einzelnen oder einen nur genommen für alle, einfach um zu demonstrieren, dass ein und dasselbe Timer-Event in verschiedenen Zuständen unterschiedliche Verhaltensweisen hervorruft. Wir drücken wieder den grünen Knopf. Dann kommt der Startzustand und der läuft sofort in den ersten normalen Zustand. Den habe ich All Red getauft, weil, wenn wir unten im Entry Block sehen, also das, was ausgeführt wird, sobald der Zustand eingenommen wird, setze ich die Fußgängerampel, also F, habe ich jetzt einfach so notiert, R und G, und bei G habe ich jetzt so einen Negierungsstrich von der Boolschen Algebra drüber gesetzt, also R soll gesetzt werden und G nicht, Rot soll gesetzt werden, Grün nicht. Und bei der Autoampel habe ich R gesetzt und Yellow und Green nicht. Das heißt, bei beiden Ampeln wird Rot gesetzt und deswegen habe ich das Ding All Red getauft. Das heißt, alle Ampeln gehen auf Rot. Was ich dann noch hinterlegt habe, ist, der Timer soll gestartet werden. Das heißt, jetzt läuft der Timer los und nach der festgelegten Zeit, das habe ich jetzt hier nicht hinterlegt, kann man machen, soll eben die nächste Transition ablaufen. Und wir wissen alle, was jetzt kommt, ist die Phase, dass Gelb und Rot angezeigt wird. Deswegen habe ich den Status auch Red-Yellow genannt. Die entsprechenden Farben werden unten gesetzt. Und auch hier wird jetzt sofort wieder der Timer gestartet, und zwar für die Gelbphase. So, die dauert jetzt nicht so lang und wir kommen sofort nach der Zeit eben in den nächsten Status. Hier sind wir jetzt im Status Grün und der soll ganz normal bleiben. Das heißt, hier gibt es keinen Timer. Ich setze nur die einzelnen Ampeln eben oder die Autoampel auf Grün und die Fußgängerampel bleibt auf Rot. So, jetzt kommt ein Fußgänger und betätigt den Knopf. Das heißt, er macht eine Anfrage. Jetzt bin ich in einem neuen Status. Es ist noch grün. Kennen wir alle. Wenn wir drauf drücken, dann müssen wir immer ein bisschen warten bei der Fußgängerampel. Das heißt, wir brauchen einen neuen Timer. Die Ampelfarben wechseln jetzt noch nicht. Deswegen gibt es hier kein Set. Und sobald der Timer abgelaufen ist, gehe ich jetzt auf einen Zustand Yellow. Das heißt, die Autos kriegen jetzt gelb gezeigt. Und was ich jetzt hier habe, ist einen weiteren Timer, der für die Gelbphase startet, der eigentlich wieder ein bisschen kürzer ist. Und dann sind erstmal alle auf Rot. So, diesen Zustand habe ich jetzt Red Red genannt. Es ist ein anderer Zustand wie All Red, deswegen habe ich mir einfach einen anderen Namen überlegt. Dieser Zustand sollte auch nicht zu lang dauern. Und sobald
der abgelaufen ist, läuft jetzt der Timer für Red Green, habe ich das getauft. Also die Autos haben Rot und die Fußgänger haben Grün. So, auch hier ist automatisch wieder der Timer losgelaufen. Und wenn jetzt die Fußgänger eben genug Zeit hatten, über die Straße zu gehen, dann läuft der Timer wieder ab. Und wir landen jetzt wieder auf All Red. Hier läuft jetzt wieder der Timer los. Sorry. Und wir gehen, sobald der Timer wieder abgelaufen ist, wieder über unseren Zustand Red-Yellow. Der Timer läuft wieder los für die Gelbphase. Dann der Timer läuft wieder los und oder terminiert und wir sind wieder auf Grün. So, jetzt drücken wir den Stopp-Knopf. Was jetzt passieren muss, ist, wir müssen ja in den Zustand Yellow gehen. Also, wir haben jetzt ein Event, dass wir den Off-Knopf gedrückt haben. Yellow läuft wieder mit dem gleichen Timer los. Und unser Ziel ist es jetzt, dass wir hier in All Red gehen. Wir haben jetzt aber das Problem, dass wir jetzt hier nicht disjunkt sind. Das heißt, wir haben zweimal einen Timer, der rausgeht aus Yellow. Also müssen wir uns jetzt irgendwas überlegen und das machen wir einfach so, dass wir uns einen inneren Zustand definieren, also eine eigene innere Variable, die einfach heißt, dass off gedrückt wurde. Ja, also off ist gedrückt worden, das ist einfach ein Zustand, das ist kein Event. Also ein innerer Zustand wird geprüft, das mache ich mit dem Guard. Und das heißt, wenn ich jetzt in meinem Zustand Yellow unten bin und der Timer gekommen ist und off gedrückt wurde vorher, dann gehe ich in den All-Red-Zustand. In allen anderen Fällen gehe ich in den Red-Red-Zustand. Okay? Und damit haben wir das komplett realisiert und wir können jetzt eben auf den Endzustand gehen, sodass alle Elemente eben off sind. Da brauchen wir jetzt keinen Timer. Das heißt, es blinkt nochmal ganz kurz rot auf und wir gehen dann sofort in den Endzustand und unsere Ampel ist ausgeschaltet. Ja, jetzt haben wir noch eine offene Flanke. Und zwar gehen wir momentan davon aus, dass wir diesen roten Stoppknopf nur im Zustand Grün drücken. Jetzt ist Grün mit Sicherheit der Zustand, an dem dieses System am längsten verweilt, aber es kann im Prinzip ständig gedrückt werden, dieser rote Knopf, also in jedem Zustand. Also müssen wir alle Zustände nochmal durchgehen. Beginnen wir mit All Red. Was jetzt hier passiert ist, wir kommen ja mit All off gleich True in den Endzustand. Wenn jetzt zufällig jetzt durch eine blöde Kombination der Timer genau in dem Zustand kommen würde, dann hätten wir sozusagen die Möglichkeit, dass wir nicht in den Endzustand, sondern irgendwie zu Red Yellow laufen. Also sicherheitshalber stellen wir hier noch einen Guard auf und sagen, dass es nur, wenn eben nicht off gleich true ist, der Timer eben abgearbeitet wird. Müsste schon sehr blöd laufen, aber sicher ist sicher. Dann gehen wir in den nächsten Zustand, red yellow. Wenn jetzt hier die Stopptaste gedrückt wird, hätte ich gerne, dass er sofort wieder zurückgeht in all red. Ja, weil die Autos sind ja noch nicht losgefahren, die geben gerade im Leerlauf Gas. Also brauchen wir hier eine Transition, die rüberläuft in all red. Direkt mit dem Event off. Green braucht man sich drum kümmern, das ist ja das, was wir schon abgearbeitet haben. In Request ist es so, dass ja jetzt gerade der Timer losläuft, bis die Grünphase für die Fußgänger eben anschaltet. Und das heißt, wir gehen hier dann direkt in Yellow-Zustand und von dort würden wir dann ja eben weitergehen nach dem Timer in All Red. Okay, soweit, so gut. Und jetzt gehen wir, schauen wir uns mal den Yellow-Zustand an. Das haben wir im Prinzip ja auch schon so abgehakt. Das heißt, nachdem der Timer läuft und off gleich true ist, wird man in den All Red gehen. Soweit auch passt. Red Red möchte ich nicht, dass wir in Red Green gehen, sondern direkt dann in All Red. Das heißt, das Ding ist komplett rot und soll dann direkt über den Off, über das Off-Signal in All Red gehen. Von dort aus wird man dann in den Off-Zustand eben true gehen. Dann haben wir Red Green. Das heißt, wenn wir hier gerade die Fußgänger über die Straße laufen lassen, dann lassen wir denen natürlich noch Zeit, um eben die Straße zu überqueren. Das heißt, wir gehen hier ganz normal eben
in den All-Red-Zustand wieder und von dort aus dann in den Endzustand. Okay, das wäre es soweit gewesen. Und ich habe jetzt dieses Ding soweit, glaube ich, vollständig erklärt. Es wird auch genauso funktionieren und um das zu beweisen, werde ich im nächsten Video das Ganze mal in Java umsetzen. Ich werde nicht jeden Schritt erklären, aber die wesentlichen Schritte. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze im Code umzusetzen. Ich habe jetzt mal eine oder ich werde mal eine vorstellen und dazu ein paar Sachen erklären. Ich werde auch das Codegerüst zur Verfügung stellen, sodass ihr dann selber das Ding auch soweit ergänzen könnt, dass es funktioniert. Aber ich habe das, wie gesagt, in ein eigenes Video dann reingepackt. Der Grund ist schlichtweg, ich bin jetzt bei fast über einer halben Stunde und das andere wird dann schon noch mal ein paar Minuten dauern. Deswegen für diejenigen, die jetzt tiefer sich damit beschäftigen wollen, können das nächste Video anschauen. Diejenigen, die nur die theoretischen Grundlagen sehen wollten, für die sollte dieses Video jetzt hier ausreichend sein. Wie ich schon mal bemerkt habe, ich habe nicht alles von dem Zustandsdiagramm erklärt, aber aus meiner Sicht die wichtigsten Sachen, wie immer bei UML, wer noch tiefer reingehen möchte, der muss sich dann online schlau machen oder sich ein Buch kaufen. Aber das, was wir jetzt hier in dem Video hatten, ich glaube, damit kommen wir schon mal ziemlich weit. Also, dann bis zum nächsten Video.